habe wirklich viele interessante Prozesse gehabt. Aber für mich der Prozess, der mich am meisten beschäftigt, was die Erinnerung anbetrifft, ist der Eichmann-Prozess. Wirklich, es vergeht kein Tag, wo ich nicht in irgendeiner Weise an diesen Prozess erinnert werde. Adolf Eichmann, Vergit Lola Kum. Einzelheiten der Straftat. Der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1945 die Tötung von Millionen von Juden in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Naziplans zur physischen Vernichtung der Juden, der als sogenannte Endlösung der Judenfrage bekannt ist. Wir haben Deutschland verlassen in 1938, zwei Wochen vor der Kristallnacht, als alle jüdische Männer verhaftet wurden. In den kleinen Städten hatte man die Leute bei der Verhaftung ziemlich grausig behandelt. Und mein Onkel, der wohnte in einer kleinen Stadt, da waren 17 Juden in dieser Stadt. Und als in der Kristallnacht, da sah mein Onkel, dass die SS kam, um ihn zu verhaften. Und er hat im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee gedient und hatte eine Auszeichnung bekommen. Und da hat er gedacht, wenn er diese Auszeichnung so anbringt, das kann ihm helfen. Und hat er gemacht. War umgekehrt. Die SS-Leute haben das gesehen, haben ihn die Treppen runtergeworfen, haben ihn verletzt an seinem Bein und haben ihn gebracht in den Autobus zusammen mit den anderen Juden. Und auf dem Weg hat man gesagt, wir sehen keinen Grund, dass wir für diese jüdischen Schweine die Fahrt bezahlen müssen. Sie müssen bezahlen für die Fahrt. Gut, als sie dann nach Dachau kamen, da hat man ihm alles weggenommen. Alles Geld, was er hatte und Federhalter und alles andere auch. Am nächsten Früh hat meine Tante, die zurückgeblieben war, die Mitteilung bekommen, sie soll zur Gestapo kommen. Und da ist jeder hingekommen. Und da hat man ihr gesagt, also Frau Bach, ihr Mann ist in ein Arbeitslager gefahren und hat natürlich dafür bezahlen müssen. Aber er hat einen 20-Mark-Schein gegeben und die Fahrt kostet nur 18,20 Mark. Also diese 1,80 Mark müssen wir ihm zurückbezahlen. Sie wussten nicht, wie sie das irgendwie dann notieren soll. Darin habe ich mich dann später erinnert, bei der Untersuchung in dem Eichmann-Prozess. Thank you.
nahe an Haifa in Jagur hatte man ein Gefängnis geleert. Und da war Eichmann und da habe ich 9 Monate in einem Hotel in Haifa gelebt und fuhr jeden Tag nach in das Gefängnis. Da werde ich sehr oft gefragt, was war das erste Treffen mit ihm? Werde ich nie vergessen. Da saß ich in dem Gefängnis und las die Autobiografie von Rudolf Höss. Das war der Kommandant der SS in Auschwitz. Der war in Polen gehängt worden, jahrelang, bevor Eichmann gefasst wurde. Bevor er hingerichtet wurde, hat er seine Autobiografie geschrieben und die las ich an dem Tag. Und da las ich ein Kapitel, wo er beschrieb, dass die SS-Leute dort im Gefängnis viele Tage hatten, wo sie 1000 jüdische Kinder pro Tag getötet hatten. Und da beschrieb er, wie die Kinder manchmal auf Knien gebeten hatten, verschont zu bleiben. Und dann hat er dazu gefügt, wenn ich und meine Kollegen die Kinder in die Gaskammer stoßen musste, da bekam ich manchmal Kniezittern. Dann fügte er hinzu, aber ich habe mich immer geschämt über diese Schwäche von mir, nachdem ich gesprochen hatte mit Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Denn Eichmann hat mir erklärt, dass es hauptsächlich die Kinder sind, die jüdischen Kinder sind, die man zuerst töten muss. Sagt er, denn wo ist die Logik, dass man eine Generation von älteren Menschen umbringt und eine Generation von möglichen Rächern, die ja auch eine Keimzelle für die Wiedererrichtung dieser Rasse bedeuten könnten, dass man die am Leben lässt. 10 Minuten, nachdem ich das gelesen hatte, kam ein Polizeioffizier und sagte, Herr Bach, Adolf Eichmann möchte Sie sprechen. Also muss ich Ihnen sagen, wie ich seinen Kopf sah und seine Schritte hörte, nachdem ich das gerade gelesen hatte, über die Notwendigkeit, alle jüdischen Kinder zu töten, war es nicht so leicht, eine ruhige Miene zu behalten. Ich muss Ihnen auch sagen, wir haben diesen Prozess wirklich so geführt, wie wir jeden anderen Prozess geführt hatten. Also da hat zum Beispiel, sah ich während der Untersuchung von all diesen Millionen von Dokumenten, die die Deutschen, die wir aus Deutschland bekamen, es war in ganz Europa, waren all die SS-Kommandanten, die haben gesammelt. Und dann war immer mal ein Versuch von irgendwelchen Büros, irgendeine jüdische Familie mal herauszunehmen. Und da hat man an Eichmann geschrieben und Eichmann musste entscheiden, ob man bereit ist, irgendeine jüdische Familie nicht nach Auschwitz zu schicken. Und diese Dokumente von all den Ländern, von den SS-Leuten, kamen an Eichmann und ich bekam eine Kopie davon zur Vorbereitung des Prozesses. Und ohne Ausnahme, jedes Mal, wenn die Antwort von Eichmann kam, es war jedes Mal, er besteht darauf, dass die Tötung stattfand. Ich möchte nicht nur theoretisch, gebe ich Ihnen einige Beispiele. Der Mann, der verantwortlich war für Frankreich, der schrieb an Eichmann, es gibt einen Mann, der Professor Weiß, das ist ein Deutscher, der wohnt in Paris mit seiner Frau und der ist ein Expert für Radar. Der hat Radarpatente gehabt. In der ganzen Welt wird das gebraucht. Und der deutsche General der SS in Paris, der schrieb an Eichmann, dass dieser Mann und seine Frau nicht deportiert werden sollen nach Auschwitz, weil das wichtig ist für die deutsche Armee. Also da habe ich gedacht, mitten im Krieg, ein Jude, Experte für Radar, in der ganzen Welt dafür bekannt, da muss er doch nachgeben. Nach einigen Tagen die Antwort von Eichmann. Ich bin nicht bereit, eine Ausnahme da
zu machen. Und Eichmann schreibt an diesen General: Ich habe die Sache noch mal weiter untersucht und ich habe festgestellt, dass die deutsche Armee diese Patente im Radar von dem Juden schon übernommen haben. Daher sehe ich keinen Grund, auch noch um einen Tag zu verschieben, die Deportation von diesem Juden. Und dann Bericht, dass dieser Mann deportiert wurde. 2 Tage danach kam meine Sekretärin zu mir und sagt: Wissen Sie, jetzt ein junges Mädchen draußen, möchte ich sprechen. Wer ist das? Alisa Weiß kenne ich nicht. Also sie kam rein und sagt: Wissen Sie, ich bin die Tochter von diesem Professor Weiß. Ich war ein Baby, als man meine Eltern abgeholt hat. Ich habe meine Eltern eigentlich gar nicht gekannt. Aber meine Eltern haben gesehen, dass die SS kam, sie abzuholen. Und da hat man mich zu Nachbarn geschickt. Und die Nachbarn haben mich nach Amerika geschickt. Und da bin ich, wohne ich jetzt. Und da habe ich gelesen, dass sie über meine Eltern da berichtet hat. Könnten Sie mir eventuell ein Bild von ihnen verschaffen? Und so weiter. Wir wollten unter anderem einen Dokumentarfilm zeigen im Prozess. Und da hatten wir von Polen 300 Filme bekommen über die Gaskammern und die Todeslager mit Tausenden von Leichen, von Juden und so weiter. Also ziemlich grausig. Und habe ich also 3 Tage und 3 Nächte zugebracht. Und habe all diese Filme gesehen, war nicht so einfach. Und habe diesen Film gemacht von 45 Minuten. Nun, aus Fairness des Angeklagten gegenüber, wollten wir das nicht den Richtern zeigen, bevor er und sein Anwalt es vorher gesehen haben. Ob sie vielleicht Einspruch erheben wollen gegen irgendwelche Teile davon und so weiter. Und da haben wir ihn in den Gerichtssaal nachts genommen, ohne die Richter. Und wir haben den Film gezeigt. Also ich kannte ja den Film, habe ich nicht so auf den Film geguckt. Ich habe auf ihn gesehen. Ich wollte sehen, wie er reagiert, wenn er diesen Film sieht. Eichmann war völlig stoisch, gar nicht weiter reagiert. Aber plötzlich hat er sehr aufgeregt gesprochen zu seinem Wächter neben ihm. Als die Sache vorbei war, habe ich den Wächter gerufen. Habe gesagt: Sagen Sie, warum war er auf einmal so aufgeregt? Sagt er: Ja, er hat gesagt, man hätte ihm versprochen, dass man ihn nie in den Gerichtssaal nimmt, es sei denn, er hat seinen dunkelblauen Anzug an. Und hier hat man ihn gebracht in seinem grauen Anzug, mit seinem grauen Pullover. Und man soll ihm doch sowas nicht versprechen, wenn man es nicht einhalten kann. Und er muss energisch dagegen protestieren, dass man ihn hier genommen hat in seinem grauen Anzug und nicht seinem anderen. Also das war sehr typisch. Wenn er was beschrieben hatte, dass er etwas getan hat, um jüdische Rettung, von Rettung von irgendwelchen Juden zu verhindern, oder ein Hassgefühl zeigte, wenn die Juden nicht getötet wurden, da konnte man sehen in seinen Augen den Stolz, den er hatte auf das alles, was er getan hat. Wie er über Ungarn berichtet hat, da sagte er, also während des Prozesses, das Erste, was ich getan hatte, war, dass die ersten Juden, die nach Auschwitz kamen, bevor sie in die Gaskammern kamen, dass sie Postkarten schreiben müssen an ihre Familien in Ungarn und an ihre Freunde. Und ich habe diktiert, was da stehen soll. Da soll stehen, wir sind hier in einem wunderschönen Ort und wir haben sehr leichte Arbeit, sehr angenehm, wunderschöne Häuser, aber nicht viel Platz. Also kommt so rasch wie möglich, damit er hier mit uns sein könnte. Das war, mussten die Leute schreiben, einige Minuten, bevor sie in die Gaskammer kamen. Und das konnte man sehen, wie stolz er war, dass er das dazu geführt hat, dass diese Juden eben dann zur Tötung kamen. Also während des Prozesses, da hatte ich gehört, es gibt einen Mann in Israel, der hat noch so eine Postkarte und lebt. Und da habe ich ihn ausfindig gemacht.
und habe ihn gefragt, komm sofort nach Jerusalem. Er kam um 11 Uhr nachts. Also ich hatte nie mehr als 3 Stunden Schlaf während der Tage. Also habe ich ihm nur gesagt, zeig mir die Postkarte, übersetze vom Ungarischen aufs Hebräische, was er gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, hör mal, was nun mit deiner Familie passiert ist, erzähl mir morgen früh, wenn ich dich als Zeuge rufe. Can you identify this postcard, Dr. Fildi? Geht. Yes. Ich bin gut angekommen, bin gesund und munter und es geht mir gut. Were you also told to write the name of the place? We had to write Valse. This was the indication of the place where we were supposed to be staying. When we were in the ghettos, we already received from the first transports such postcards. How did it affect you when you received the postcards at the time? Yes, we were rather encouraged by those postcards. We thought that, after all, those persons who are so near to us are faring fairly well. After all, this was Austria, and we had no idea what was really going on. Dann habe ich gefragt, sagen Sie, was war Ihre Familie? Sagte, ich hatte eine Frau und ich hatte ein kleines Töchterchen, 2,5 Jahre alt war. Und ich hatte einen Jungen, 12 Jahre. Und wir kamen dahin und nach Auschwitz. Wir hatten keine Ahnung. Auch die anderen Ungarn, die dann kamen in dem Zug, die hatten keine Ahnung. כבר התחילו ללכת, ואנחנו עוד עמדנו, ככה שפתאום נעלמו כמעט. אני עמדתי עם בני שהיה רק בן 12. אז כשהגענו והלכנו הלאה, פתאום הגעתי לאיזה בן אדם, לא ידעתי מי זה, היה לבוש במדי צבא גרמני, אלגנטי, והוא שאל אותי מה המקצוע שלי. אז אמרתי, ידעתי שזה לא מקצוע סימפטי או עורך דין, אז אמרתי, קצין לשעבר של... והוא שאל, הוא הסתכל בי, ושאל בן כמה הילד. וברגע הזה אני לא יכולתי לשקר, ואמרתי, בן 12. אז הוא אמר, איפה? Wo ist die Mutti? Antwortete ich, sie ist links gegangen. Sagt er meinem Buben, also lauf nach Mutti. Und da beschrieb dieser Zeuge, sagt er, guckte ich, dachte ich, wird mein Sohn vielleicht meine Frau gar nicht finden. Da waren inzwischen 100 andere dazwischen gegangen. Sagt er, meine Frau sah ich nicht mehr, die war verschwunden in der Menge. Mein Sohn sah ich auch nicht mehr, der war verschwunden in der Menge. Aber meine kleine Tochter, 2,5 Jahre alt war, die hatte einen roten Mantel. Und dieser rote Punkt, der nun so immer kleiner wurde, so verschwand meine Familie aus meinem Leben. Nun, meine kleine Tochter Orli, die war genau 2,5 Jahre alt. Und ich hatte ihr 2 Wochen vorher einen roten Mantel gekauft. Und einen Tag vorher hat meine Frau ein Bild gemacht von mir mit dieser Tochter mit dem roten Mantel. Also als der Zeuge das nun erzählte und ich hörte es zum ersten Mal über diesen kleinen roten Punkt, eine 2,5 Jahre Tochter, und dieser rote Punkt, der nun so immer kleiner wurde, so verschwand meine Familie aus meinem Leben, da konnte ich plötzlich keinen Ton herausbekommen. Und es verging einige Minuten, bis ich mich wieder irgendwie wieder unter Kontrolle hatte. Thank you.
die Richter haben auch versucht, ihm irgendwie, doch wie jedem Angeklagten irgendwie zu helfen. Und da haben sie ihn unter anderem gefragt, was halten Sie von der Tötung der Juden? Und ich meine, er wusste ja, dass hier die Todesstrafe darauf nur besteht. Und also da hat er dann gesagt, ja, ich halte das für ein Vergehen, was da vorgefallen war. Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Und da hat er mich gefragt, was halten Sie davon? Glauben Sie, das ist eine wirkliche Reue, dass er das ernst gemeint hat? Habe ich gesagt, nein, also ich bin überzeugt, dass das nur so ein, was die Engländer nennen, Lip Service, dass er nach außen, nur um sein Leben zu retten, dass er das da gesagt hat. Hat mir gesagt, warum sagen Sie das? Sag ich, Gott, ich könnte mir vorstellen, dass selbst ein solcher Mann zwischen dem Ende des Krieges 45 und der Prozess begann 61, 16 Jahre waren vergangen, seine Augen hätten ihm geöffnet werden können, es hätte ihn jemand vielleicht überzeugen können. Da würde ich nicht sagen, dass das nicht möglich ist, aber hier hatten wir einen Beweis. Jawohl. Und jetzt will ich Ihnen sagen, zum Abschluss dieser ganzen Platte, sie läuft bald zu Ende, mich reut gar nichts. Ich krieche in keinster Weise zu Kreuze. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hätten wir 10,3 Millionen Juden getötet, dann wäre ich befriedigt und würde sagen, gut, wir haben einen Feind vernichtet. Ich war ein unzulänglicher Geist und wurde an eine Stelle gesetzt, wo ich in Wahrheit mehr hätte machen können und mehr hätte machen müssen. Dann hat Eichmann den Holländer gefragt, sagen Sie, Sie waren ja während des Krieges wahrscheinlich, waren Sie auch in Holland, da haben Sie vielleicht auch die Züge gesehen, die die Juden aus Holland nach Auschwitz gebracht haben. Das war so eine Pracht, war das zu sehen. Haben Sie wahrscheinlich auch gesehen. Dann hat der Holländer nicht geantwortet, hat aber gesagt, Herr Eichmann, sagen Sie, tut es Ihnen doch manchmal leid, was Sie getan haben. Und da hat er gesagt, ja, eins tut mir leid, dass ich nicht hart genug war, dass ich nicht scharf genug war, dass ich diese verdammten Interventionisten nicht genug bekämpft hatte. Und jetzt sehen Sie das Resultat, die Erstehung des Staates Israel und die Wiedererrichtung dieser Rasse dort. Wann hörten Sie auf, Nationalsozialist zu sein? Nationalsozialist zu sein, hörte ich allmählich auf nach dem Zusammenbruch. Das hat bei mir aber nicht von heute auf morgen gefunkt. Das hat bei mir auch seine Zeit gebraucht, der Wandlung. Es kam die Zeit des Rückfalles sogar. Und so arbeitete ich mir ein neues Weltbild allmählich aus, dem ich mich mit meinem Innenleben verhaftete und das mir für mich Befriedigung bot. Wenn er 1956, 11 Jahre nach Ende des Krieges, das gesagt hat, das Einzige, was ihm leid tut, dass er nicht hart genug war, weil jetzt hier der Staat Israel erstanden ist, und jetzt 5 Jahre später, 61, wenn der Prozess beginnt und er ist in Lebensgefahr, dass er da auf einmal spricht über ein Vergehen, kann man verstehen, dass ich nicht bereit bin, in irgendeiner Weise das zu akzeptieren. Und das ist auch von dem Gericht, von den Richtern und von all den anderen, die das gehört hatten, bestätigt worden. Sie geben also zu, dass Sie an dem Morde von Millionen von Juden beteiligt waren? Nein, das kann ich nicht zugeben. Von der menschlichen Schuldfrage heraus, die ich
viel schärfer beurteilen muss, weil ich in dieser Hinsicht mit mir selbst zu Gericht zu gehen habe, in dieser Hinsicht muss ich sagen, dass ich hier zu meinem Teil, wenn auch befohlen, mitgemacht habe. Von dem rechtlichen Sektor aus gesehen, blieb mir nichts anderes übrig, als Befehlsempfänger die Befehle, die ich bekam, auszuführen. Er wollte sein Leben retten. Ich glaube, ich hatte so manchmal das Gefühl, dass er so glaubte, Gott, diese Juden, diese Israelis, die reden viel, aber wenn es drauf ankommt, werden sie es nicht durchführen. Sein Anwalt, Servatius, erzählte mir auch, dass er gebeten hatte, sich an andere Länder zu wenden, dass man ihn die Auslieferung von ihm vielleicht verlangt in andere Länder und so weiter. Und dass er so irgendwie die Hoffnung hatte, dass man doch irgendwie sein Leben retten könne. Noch immer berichten Hunderte von Journalisten täglich aus dem Gerichtssaal in Jerusalem über den Eichmann-Prozess. Sehr oft gefragt, gab es nicht irgendwie doch so einen besonderen Moment manchmal, der sie so besonders beschäftigt hat? Das werde ich nicht vergessen. Da kamen 250 Kinder nach Auschwitz. Und ein Junge, der auch einer von diesen 250 war, der berichtete, bevor sie in die Gaskammern kamen, da hörten sie, dass ein SS-Offizier sagte, Gott, einige von den Kindern können vielleicht noch arbeiten. Dann kann man sie 5-6 Tage, bis sie zu schwach sind, kann man sie lassen. Aber die Kinder, die zu klein sind und zu schwach sind, die sollen gleich in die Gaskammern kommen. Nun, er war sehr klein, aber er hatte einen älteren Bruder, der größer war. Und da hat man so ein Tor gemacht, zwei vertikale Stäbe und einen horizontalen. Und die Kinder mussten da durchgehen. Und wer mit seinem Kopf nicht in eine gewisse Höhe kam, der kam gleich in die Gaskammer. Und da hat der Bruder, beschrieb er, wie der Bruder Steine genommen hat und hat sie in die Schuhe getan von seinem kleinen Bruder, damit er ein bisschen höher sein sollte. Und hat ihn hochgehalten auch. Aber der SS-Mann hat das gesehen. Ich weiß nicht, ob der Bruder gleich erschossen wurde. Auf jeden Fall hat man ihn weggenommen und man hat nie wieder von ihm gehört. Und er kam direkt in die Gaskammer. Und da beschrieb er, wie er da reinkam. Und da hat man abgeschlossen. Und zwar absolut dunkel. Und da haben diese 200 und so Kinder haben angefangen zu singen, um sich Mut zu machen. Und als dann am Anfang nichts geschah, da haben die Kinder angefangen zu weinen und zu schreien. Und da öffnete sich die Tür. Da war ein Zug angekommen mit Kartoffeln in Auschwitz. Und es gab nicht genug SS-Leute, um das zu entladen. Und da hat der SS-Kommandant die Idee, warum nicht einige von den Kindern benutzen, um diese zur Entladung, bevor sie getötet werden. Und da hat man die Tür aufgemacht und hat 30 Kinder, die nahe der Tür waren, und er war einer von denen, herausgenommen. Dann hat man abgeschlossen, die 170 anderen hat man gleich getötet. Aber diese 30 haben geholfen, dann hat man die auch getötet. Aber da hat der Kommandant gesagt, er hätte eine Nachlässigkeit begangen und hätte einen Schaden angerichtet an einem der Lastwagen. Und da hat der SS-Kommandant gesagt, bevor er getötet wird mit der nächsten Gruppe danach, soll er gepeitscht werden. Und da hat man ihn in ein Lager gebracht, höher. Und der SS-Mann, der das Peitschen durchgeführt hat, hat eine Zuneigung zu ihm empfunden und hat ihn so als Batman, so als jemand bei sich gelassen, der ihm die Schuhe geputzt hat und im Badezimmer mit ihm geholfen hat. Also dadurch, von den 250 oder so Kindern, war er der Einzige, der am Leben geblieben ist. Also das es gab auch so Momente,
die man wirklich sehr, sehr, sehr schwer vergessen kann. Wie hier der einzige Zeuge von 250 Kindern, ja, der am Leben geblieben ist. Herr Generalstaatsanwalt, bitte stellen Sie einige Fragen an den Zeugen. Zum ersten Male seit 4 Wochen gab es mitten in einer Zeugenaussage einen Zwischenfall. In der Vormittagssitzung ertönten Rufe von der Galerie: Bluthund, Bluthund, ich will ihn mit eigenen Händen töten. Er mordete meine ganze Familie. Mit einer Barbarei sondergleichen stürzen sich die SS-Leute und ihre Helfershelfer auf alle jüdischen Kinder, die sie auf den Straßen antrafen. Sie schleppten sie zu ihren Lastwagen, und ich erinnere mich, wie die Kinder sich verzweifelt wehrten, und ich höre bis heute ihr Weinen und die Hilfeschreie: Mutter, Mutter, rette mich. Einige Wochen, nachdem ich von den vorrückenden russischen Truppen befreit worden war, es war im Januar 1945, sah ich etwas, was mir unvergessen geblieben ist. Ein riesiges Feld, ein Feld, das sich über Kilometer erstreckte, und auf diesem Feld zerstreut Menschenschädel, Knochen und Zehntausende von Schuhen, darunter Tausende von Schuhen kleiner Kinder. Und ein paar dieser Schuhe haben Sie mitgenommen, Herr Beermann? Ja. Ich habe sie mitgenommen und hierher gebracht, um sie dem Gericht zu zeigen. Also, Herr Beermann, diese Schuhe haben Sie stets bei sich gehabt bis zum heutigen Tage, als Erinnerung an dieses Feld bei Treblinka? Ja, ich betrachte sie als ein teures Andenken. Ich wusste, dass mehr als 1 Million solcher kleinen Schuhe auf den verschiedenen Totenfeldern Europas zerstreut herumlagen. Ich danke Ihnen, Herr Beermann. My mother was near us. He asked if this was mother. She said yes. So he said, give the children to your mother. She said no. They are mine, I shall not hand them over. There was a discussion. He called the prisoner in prisoner's clothes and ordered him to translate into the Yiddish so that she understands. So he said, if you wish to live, hand your children over to your mother. She said, they are mine, I shall not hand them over. The SS man came up, he took the baby from my sister's arms and handed it over to my mother. And then he also took the 5-year-old boy to my mother. And they are no longer alive? No. And neither is your mother? No. Die, die nicht rausgelaufen sind, die sind natürlich Leben verbrannt. Wir haben uns, mein Freund und ich, wir haben Angst gehabt, es kommt doch die SS, steckt auch die Latrine in Brand oder kommt rein. Und die sehen uns, und da sind wir, über das Brett sind wir in den... sind wir da runtergesprungen. Und ich glaube, das war das Schlimmste von der ganzen KZ-Zeit. Da sinkt man so ganz langsam ab, und man weiß nicht, wo, wie tief geht es, wo bleibt man stehen.
irgendwie dann, ich stand ungefähr so tief in dem Kotstand, habe ich festen Boden unter den Füßen gespürt. Und der Geruch von diesem, von der verbrannten Wolle, von dem Knistern vom Holz, von den angeschossenen und nicht Toten, die aus Baracken gelaufen sind. Ich glaube, das war das Schlimmste, was ich jemals im KZ erlebt habe. Das war schlimmer, wie ich zum Tod verurteilt worden bin. Nachdem Eichmann verurteilt wurde und zum Tode verurteilt wurde, hat er ja ein Gnadengesuch eingereicht an den Präsidenten von Israel. Ich war an dem Tag bei mir im Badezimmer, plötzlich rief mich meine Frau und sagte, Gabi, man hat jetzt eben mitgeteilt, der Präsident hat das Gnadengesuch abgelehnt. Also da wusste ich, dass die Tötung jetzt, das hatte ich damals vorgeschlagen. Einige haben gedacht, oh Gott, man kann eventuell einige Wochen warten. Aber ich hatte so die Befürchtung, dass wenn man einige Wochen wartet, nachdem das Gnadengesuch abgelehnt wurde, dass man irgendwo in der Welt ein jüdisches Kind nimmt, in Südamerika oder in Portugal oder in Russland oder wo immer auch immer. Und dass man sagt, im Moment, wo man die Hinrichtung durchführt, dann wird irgendein jüdisches Kind getötet werden. Also hat man gesagt, also was schlägst du vor? Sag ich, schlage vor, dass an dem Tag, wo der Präsident entscheidet, das Gnadengesuch abzulehnen, dass man das um 11 Uhr nachts im Radio und im Fernsehen mitteilt und um 12 Uhr nachts die Sache ausführt. Und das ist so ist es dann auch, ist es auch geschehen. Die Polizei hatte mir angeboten, dabei zu sein während der Exekution. Ich hatte es abgelehnt. Ich habe gesagt, wir haben unsere Tätigkeit getan, wir haben die Verurteilung und die Strafe haben wir erreicht. Und dann wollte ich absolut nicht dabei sein. Ich habe es nur dann im Radio gehört. In Israel, da war zum Beispiel ganz interessant, dass ich habe viele Telefone bekommen von Lehrern, die gesagt haben, dass die Kinder dort, die wollen von dem Prozess nicht hören. Die hatten ein gewisses Schamgefühl. Unverständlich für sie, dass so viele in den Tod gegangen sind, ohne Widerstand zu leisten. Ja, das kann ein israelisches Kind, er kann irgendwie das nicht verstehen. Und wir haben dann eben gezeigt, ob die Opfer Juden waren oder ob das russische Kommissare waren oder ob es andere Menschen waren, wie die irregeführt wurden durch die SS,
bis zum letzten Augenblick, wo kein Widerstand mehr leisten konnte. Und wie in Warschau, wie die Juden wohl wussten, der Tod steht bevor, mit welchem Mut sie dort gekämpft haben und Tausende von denen getötet wurden im Kampf gegen SS-Leute und wirklich mit großem Mut gekämpft haben. Und das hat dazu geführt, dass unsere Jugend wohl Polen besuchen wollte und wohl die Lager besuchen wollte und dass das ein viel größeres Interesse besteht. Und das wirklich auf allen Gebieten konnte man sehen, dass der Eichmann-Prozess dafür gesorgt hat. Denn wir haben das zum Beispiel gesehen, als wir die Zeugen ausgesucht hatten, da haben sehr viele Zeugen gesagt, wir haben das unseren Kindern nicht erzählt, wir haben nicht darüber gesprochen und wir sind nicht jetzt bereit, darüber zu sprechen. Also wir haben natürlich Leute doch versucht zu überzeugen, wenn die Aussagen wichtig waren, dass sie wohl ausgesagt haben. Es besteht kein Zweifel darin, dass der Eichmann-Prozess das Interesse in Israel, aber in der ganzen Welt eigentlich, über was den Holocaust anbetrifft, es hatte eine elektrifizierende Wirkung über ganz Israel. Überall, wo ich hinkomme, in Deutschland, bittet man mich, mit Jugend zusammenzukommen. Wir wollen, dass unsere Jugend eben wissen soll, dass das nicht wieder passieren kann. Und da war ich auch vor nicht so langer Zeit in einer Stadt, hat man mich gebeten, in eine Schule zu kommen. Und wie ich da reinkam, waren da 250 Kinder, die jetzt da lernen und auch die vorher gelernt haben, waren da erschienen. Und wir hatten eine sehr nette Unterhaltung. Und dann habe ich nach einigen Tagen bekam ich einen Brief von dem Schulleiter. Und der hatte mir gesagt, Herr Bach, nach dem Treffen mit Ihnen kamen die Kinder zu mir und haben gesagt, sie wollen, dass jedes Kind einen Aufsatz schreibt, über wie sie beeindruckt waren und wie sie jetzt alles anders sehen. Und das ist, muss ich sagen, auch wirklich sehr, sehr befriedigend und gibt einen Grund zur Hoffnung, dass solche Sachen wirklich eben wirklich hoffen, wieder nie wieder passieren werden. Ich gelte als heilloser Optimist.